Kartellamt, das kann Bußgelder von bis zu 10% des jeweiligen Jahresumsatzes verhängen. Ja, und die Siemens-Schmiergeld-Affäre, unberechtigte Preisabsprachen. Manchmal, da könnte man ja wirklich meinen, es gäbe nur noch korrupte Manager, aber das ist natürlich immer die schwarzen Schafe, von denen wir da hören. Und ich habe jetzt einen Gast im Studio, Andrea Jaspert, Interimsmanagerin. Und Sie kennen sich mit Unternehmen sehr gut aus, denn Sie wechseln ja sehr häufig. Bekommt man da mehr mit, auch was solche Sachen angeht? Sie bekommen sehr viel mit, ja. Sehr viel mehr mit, ja. Und haben Sie den Eindruck, dass das zugenommen hat mit diesen Skandalen? Den habe ich schon, ja. Ja, den habe ich schon. Warum? Was glauben Sie? Es ist schon eine bestimmte Skrupellosigkeit da, bestimmte Raffgier, immer noch mehr zu bekommen, immer noch mehr zu bekommen. Nun sind Sie Interimsmanager. Was ist das? Was macht man da? Sie gehen in große Konzerne, in Unternehmen, besetzen solche Positionen wie CFO, Leitung Finanzen, kaufmännischer Leiter, interimistisch, also sehr, sehr schnell, haben sehr schnell den Überblick, oder bei steuerlicher, finanzieller Schieflage. Ist das immer ein Problem, was das Unternehmen gelöst haben will, oder ja, fehlt da auch einfach manchmal ein anderer Manager? Es sind beides, es ist beides der Fall. Zum einen fehlt der Manager, zum anderen ist es ein Problem, das zu stemmen. Und wie lang sind Sie dann in so einem Unternehmen? Zwischen 6 Monaten und einem Jahr. Ist das eine Berufung oder macht man das, weil man nirgendwo fest angestellt wird? Ich denke, es ist Berufung. Es ist absolute Herausforderung in jedem Thema, in jeder Form. Sie sind ständig unterwegs, haben wirklich immer neue Ideen zu kreieren. Wie kann ich mit diesem Problem umgehen? Was unterscheidet Sie denn von einem Unternehmensberater? Der Unternehmensberater geht nicht in den operativen Bereich. Also so diese Hands-on-Mentalität ist vom Interim-Manager schon absolut gefragt. Also Sie machen wirklich Tagesgeschäft auch? Ich mache auch Tagesgeschäft, selbstverständlich. Und muss man sich da auf bestimmte Branchen beschränken? Nein, nein. Finanzbereich ist da immer eigentlich das Gleiche. Gibt es auch Kunden, die Sie immer wieder buchen sozusagen? Gibt es auch, ja. Gibt es auch. Aber man ist doch wahrscheinlich auch so ein bisschen der Buhmann, oder? Kommt natürlich schon auch vor. Also Sie gehen in ein Unternehmen rein, die Mitarbeiter wissen zuerst überhaupt nicht, was passiert jetzt, wie geht sie vor, was tut sie. Und das erholt sich aber dann relativ schnell. Gibt es auch Dinge, von denen Sie sagen, nein, das mache ich nicht, das lehne ich ab? Nö, gibt es eigentlich nicht. Nein, nein, es ist ein Problem im Konzern, das zu lösen gilt, und das setzt man einfach an als Interim Manager. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Probleme, die man nicht lösen kann. Gibt es auch, gut. Dann muss man das aber so auch ganz sagen, das ist nicht zu lösen. Auch nicht vom Interimmanager. Ist das etwas, was man erlernen kann, oder wie wird man so? Wie erlangt man so einen Beruf? Ja, zum einen brauchen Sie schon die fachliche Kompetenz, ganz klar. Und das in vielen Bereichen, ob es jetzt steuerlich, finanziell, ob es Subventionen sind. Zum anderen gilt mehr der Erfahrungswert. Frau Jaspert, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Handelsblatt-Ticker.